Hallo zusammen und willkommen zu Unepic, einem angeblichen Rollenspiel. Ich habe es mir gerade schenken lassen. Es soll wohl von der Mache her ein solides Spiel sein, also ein solides Rollenspiel, aber es ist halt ein wenig auf die Schippe genommen, weil man spielt jemanden, der aus dem Real Life in die Fantasy-Welt gezogen wird. Aber ich dachte mir, bevor ich da jetzt privat einfach so reinschnupper und gucke, ob das Let's Play würdig ist oder nicht, mache ich einfach ein absolut blind dazu und guck mal rein. Und wenn es nicht gut genug ist, dann kommt diese Aufnahme einfach in die Tonne. Also, Option habe ich schon Sound eingestellt. Sprache, Gameplay. Sieht so... Controller. Warum sollte man so ein Spiel mit einem Controller spielen wollen? Aber gut. Stimmt. Die Nintendo-Generation. Das könnte sein. Gut, neuer Slot. Nein, Tutorial sollten wir wohl mitmachen. Also starte neues Spiel. Wobei mir gerade auffällt, ich sollte vielleicht vorher auf Deutsch umstellen. Weil ja nicht jeder so gut Englisch kann. Sprachen. Gucken wir mal, wie die deutsche Übersetzung wird. Über. Ja, es fängt schon mal gut an. Wenigstens steht da oben nicht unepisch. Wähle deinen Charakternamen. Ja, das ist nicht schwer. Ich bin Geogon. Für Anfänger mit wenig Erfahrung in RPGs und Plattformspielen. Nö. Für Spieler mit Erfahrung in Spielen im Metroidvania-Style. Also Super Metroid und Castlevania. Geht so. Also was Actionlastiges angeht, bin ich nicht so der Supertyp. Für Veteranen von Spielen wie Castlevania und Maze of Galish, die eine besondere Herausforderung suchen. Och nö, ich nehme mal Mittel. Okay, als du den Kerker betrittst, stehen dir auf einmal zwei Skelette mit rostigen Äxten im Weg. Das unheimlich rote Licht in ihren Augenhöhlen fixiert dich. Was tust du? Das ist jetzt kein wenig kitschig oder so. Also wenn das mein Meister bringen würde, würde ich ihn... Naja, lass mir das. Weiter. Ich lade meinen Elfenbogen und schieße. Moment mal, du willst wirklich mit einem Pfeil auf ein Monster schießen, das nicht bluten kann? Was denkst du, wird passieren? Dass der Pfeil zwischen ihren Rippen hängen bleibt und sie langsamer macht? Hey, das funktioniert in Legend of Zelda. Haha, Dödel. Das Beste an RPGs ist doch, dass du den gesunden Menschenverstand einsetzt. Na komm, tritt beiseite und lass den Kleriker seine Arbeit machen. Ich nehme mein heiliges Symbol und richte damit die Untoten. Verschwinde in das Loch, aus dem ihr gekommen seid, üble Kreaturen. Würfelt einen D20. Ein blendendes Licht leuchtet in ihren Schädeln auf. Beide Skelette schreien und ihre Knochen fallen zu Boden. Nehmt das. Zwei Skelette mit einem Schuss. Gott, bin ich gut. Okay, ich gehe schnell voran, um zu sehen, ob sie irgendwelche Beute haben. Das ist Standard. Also ja, Anfang ein bisschen kitschig durch den da, den wir wahrscheinlich spielen werden. Aber der kennt sich wohl nicht ganz so gut aus. Und er ist beutegeil, wie jeder Rollenspieler. Während du auf sie zugehst, trittst du auf eine lose Platte im Boden, hörst einen Klick und ein Speer springt direkt unter deinen Füßen hervor. Verdammt, ich habe eine Falle ausgelöst. Ich habe einen Rettungswurf, oder? Erik, gib mir die Chips. Hey Leute, lass uns eine Pause machen, ich muss pinkeln. Schon wieder? Verdammtes Bier. Am Ende des Flurs, linke Tür. Der Lichtschalter ist außen. Okay, bin in einer Minute zurück. Ich denke nicht, dass er in einer Minute zurück sein wird. Und war das gerade ein Zelda-Sound? Schweine, ihr habt das Licht ausgemacht. Ich bin hier am Pinkeln. Okay, ihr habt es nicht anders gewollt. Ich kann im Dunkeln nicht zielen. Verdammt, ich kann nicht sehen. Was zur Hölle? Wo ist das Klo? Ich raff's nicht. Ich hab doch gerade da reingepinkelt. Ups, ich glaube, ich habe auf den Boden gepinkelt. Mal sehen, ob ich die Tür finden kann. Nö, das ist eine Wand. Wow, die Wand ist rau. Ich könnte schwören, dass ihr vorher eine Tapete hatte. Nichts. Ich kann die Tür nicht finden. Das ist definitiv nicht das Bad. Ich habe ein ungutes Gefühl bei der Sache. Ich nehme besser mein Feuerzeug zur Hand, dass ich wenigstens etwas sehen kann. Finde das Feuerzeug in deinem Inventar. Wenn du es gefunden hast, wähle die Option Ausrüsten. Um das Inventar zu öffnen, drücke I. Okay. Ja, mein gelbes T-Shirt. Wir haben keine Hose an anscheinend. Und wir haben ein Feuerzeug. Was haben wir noch so? Dolchschwerter Schreikomplex.
Konstitution, Tränke, Rüstung, Magierrobe. Es gibt keine Stärke, Intelligenz und so weiter. Na gut, Option, ja, gut, Statistiken. Und Erfolge. Na gut, dich ausrüsten. Ach du gute Güte, das ist wirklich so ein Sidescroller. Was ist das? Steinwände, Säulen, Dunkelheit. Wo zur Hölle bin ich? Natürlich. Diese Schweine haben mir Psychopharmaka in mein Bier geschüttet. Ich habe eine Halluzination. Cool, das sieht fast real aus. Ja, nö. Ich denke mal nicht. Was ist das? Da vorne ist irgendwas. Sieht aus wie heilige Scheiße, ein Skelett. Ich bilde mir schon Dinge ein. Wahrscheinlich ist das Rickys Oma, die gerade ein Nickerchen macht. Ich kann sie als Skelett sehen. Oder vielleicht ist das Chester Copperpot. Hat er einen Schlüssel? Kann nicht schaden, mal nachzusehen. Au. Mist, dieser Ort ist voll mit Fallen. Mhm. Das hatten wir doch gerade eben erst nachgespielt, oder? Skelette, die umgefallen sind und Speerfalle? Au. Und die Fallen kommen auch immer wieder. Ja, gut. Was kann ich noch machen? Ich kann springen. Oh, nun kapiere ich es. Die Hallen, das Skelett, die Falle. Ich bilde mir ein, in einem RPG zu sein. Dann muss ich in einem Dungeon oder einer Burg sein, die mein Unterbewusstsein erschaffen hat. Bestimmt. Okay, während die Drogen wirken, bin ich also ein Spieler in meinem eigenen RPG. Cool, ich spiele gegen mich selbst, auch wenn ich nie ein Dungeon Master war. Yeah, was auch immer sie für ein Zeug in mein Bier gekippt haben, ist es wirklich großartig. Ich zeichne besser eine Karte, sodass ich mich nicht verlaufen kann. Drücke M, um die Karte aufzurufen. Ja, wirklich Metroid-Style. Also der ganze Raum ist einfach nur ein Block. Und wenn wir mit dem Raum fertig sind, taucht hier noch ein Block auf. Oh, man kann Notizen schreiben. Das ist schon mal ein gutes Feature. Ist in dem Fass da was? Kann ich irgendwie nachgucken, ob was in einem Fass ist? Leertaste würde sich anbieten. Oder E. Nö. Na gut, das wird mir schon sagen, wann ich was machen kann, darf oder was auch immer. Ganz viele Skelette. Hüpf, hüpf. Die Rüstung, da sieht. Dass ich nicht interagieren kann, finde ich ein wenig irritierend. Ich würde gerne in das Loch da gucken und die Rüstung anklopfen. Wow, ich kann ganz schön hochspringen. Oh, kann ich einen Walljump machen? Scheint nicht so wirklich gut. Ich würde die. Nö. Und jetzt einmal mit Anlauf runterdrücken und dann nach oben. Da fehlt mir auch das Rüstungsupgrade. Na gut, hier geht's lang. Eine Treppe runter, sonst nichts. Okay. Sehr, sehr. Oh. Wir haben anscheinend einen Gast und er ist unbewaffnet. Wir haben ein Feuerzeug. Nein, ich wollte gerade gehen. Nein, warte. Lass mich dir meine Gastfreundschaft angedeihen. Hey, ich möchte keinen Ärger machen, okay? Fürchte dich nicht, es wird keine Mühe machen, deine Seele in Besitz zu nehmen und aus dir einen ewigen Bewohner dieser Burg zu machen. Mhm. Was? Nein! Scheiße, das war gruselig. Das Schattending sprang auf mich zu. Einen Moment mal. Wo ist es hin? Das ist unmöglich. Es ist kein Glaube in dieser Seele. Ich kann diesen Körper nicht kontrollieren. Ich höre deine Stimme in mir. Heilige Scheiße, ich bin besessen. Also, sein Charakter ist besessen in einem von ihm erschaffenen, drogeninduzierten RPG. Okay. Verdammt, ich kann nicht entfliehen. Ich bin in diesem Körper gefangen, diesem Gefängnis aus Fleisch. Ich bin besessen, ich bin besessen. Warum zur Hölle hängst du hier rum und ergreifst Besitz von deinen Leuten, ha? Wenn ich von einer Seele Besitz ergreife, erlange ich die Kontrolle über den Körper und kann tun, was immer mir auch gefällt. Hm. Ja, aber mir hat das nicht geklappt, du Arschloch. Ha, fick dich. Die haben das sogar jetzt. Okay. Ich muss jetzt einfach nur geduldig auf deinen Tod warten, dann bin ich wieder frei. An diesem Ort wird das nicht lange dauern. Ja, was auch immer. In einigen Stunden wird die Wirkung der Drogen eh nachlassen. Du machst mir also keine Angst.
Ich denke nicht. Was im Sterben ist sehr wahrscheinlich, denn so toll bin ich in solchen Spielen nicht. Was ein Fenster, das ich gerne öffnen würde. Komm schon, Tutorial, sag mir jetzt, ich kann mit Taste E was machen. Sieh dir diese Leichen an. Einstmals waren sie Kreaturen, die es wagten, diese Burg zu betreten. Nun sind ihre Knochen das Testament ihres Mutes. Deine wird sich bald zu ihnen gesellen. Wir haben einen sehr interessanten Beifahrer. Oh, ein Schwert. Hey, ein Schwert, endlich. Es muss einem der Türken gehört haben. Hey, dunkler, nebliger Typ. Du hast Glück, weißt du? Wenn ich dieses Schwert früher gehabt hätte, hätte ich dich in zwei Teile geschnitten. Bring mich nicht zum Lachen, Sterblicher. Wärst du nicht so dumm, würdest du wissen, dass ich keinen Körper habe und keine Waffe mich verletzen kann. Aber in Videospielen töte ich hunderte von Geistern mit einem Schwert. Eine Welt, wo Schatten und Geister mit normalen Waffen verletzt werden können? Du bist nicht nur dumm, sondern auch ein Lügner. Ach, halt den Mund, ich nehme das Schwert jetzt einfach. Um das Schwert aufzuheben, gehe dicht heran und drücke Eingabe. Ah, Eingabe ist zum Interagieren, okay. Um es zu verwenden, gehe in das Inventar und wähle Ausrüstung. Und es gibt sogar so ein Overlay. Also kann ich jetzt nicht rumlaufen und alle Sachen, wo ich jetzt vorher schon mal war, einmal Enter drücken und gucken, was da ist? Nö, schade. Scheint mir dann nicht besonders viel Spieltiefe zu haben. Aber nicht vorschnell urteilen. Ausrüsten. Tada! Ein bisschen übertrieben. Und Leertaste ist zuschlagen. Okay. Und ich kann keine Fässer kaputt machen. Und ja, ich weiß, ich bin am Nörgeln. Oh. Boom. Schau dir diese Schätze an. Ich bin reich. Wie viel ist Gold wert? 1500 die Unze? Mit nur einer dieser Münzen kann ich eine neue Konsole kaufen. Mann, bin ich ein Idiot. Das ist alles eine Halluzination. Es ist so, als ob man von einem Lotteriegewinn träumt und nichts aufwacht. Nimm dir einige Münzen. Du kannst mächtige Artefakte und tödliche Waffen kaufen. Okay. Ja. Yeah. Wart mal. Du wartest doch auf meinen Tod, um frei zu sein, nicht wahr? Warum gibst du mir Ratschläge? Stell keine dumme Fragen. Sieh hin, wie schön diese Münzen funkeln. Damit hätte er mich jetzt schon. Ja. Funkelnde Münzen. Willst du Teile des Schatzes einsammeln, stelle ich davor und drücke Eingabe. Habe ich jetzt wirklich eine Wahl? Ich gehe einfach mal weg. Geh zurück, du hast deine Münzen vergessen. Trottel, wer zweimal auf denselben Trick reinfällt, ist selber schuld. Danke trotzdem. Ich bin aber schon neugierig. Ach, scheiße. Gold 1, Gold 2. Gold, Gold, Gold. Gold, 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 Gold. Ich glaube, ich habe gleich alles. Das im Hintergrund kann ich natürlich nicht nehmen. Sowas ärgert. Wie einfach das war, dich auszutricksen. Warum bist du nur so ein Dummkopf? Was? Was sagst du? Deine Gier war dein Untergang. Aber mir brachte sie die Freiheit. Oh. Zur Hölle, was ist los mit mir? Ich fühle mich schwach. Ich verliere meine Kraft. Jo, wir haben... Wow. Scheiße, fühle ich mich schlecht. Ich kann kaum noch stehen. Aber die Goldmünze hat... Was? Endlich frei. Jetzt... Na super. Ich dachte, okay, jetzt gehen die Lebenspunkte runter und kurz vorm Ende wird dann gesagt, das hättest du echt nicht machen sollen. Aber dass die mich einfach umbringen, hätte ich irgendwie nicht gedacht. Ah. Also wenn ich nur die Hälfte der Münzen aufsammle? Na gut. Was ist, wenn ich da jetzt raufklicke? Spiel laden. Da habe ich noch kein Schwert und bin gerade erst aufgewacht. Hm? Ich glaube schon. Ne, ich habe schon Schaden genommen. Ja, okay. Da sind die Knochen, bla bla bla. Dann finden wir oben das Schwert und gleich nach die Schatzkammer. Mhm. Ja. Kennen wir das schon. Schön wäre es, wenn jetzt ein anderer Text kommen würde. So, hey, das habe ich doch alles schon mal erlebt. Boom, schau dir die Schätze an. Ja, nee. Diesmal auch wirklich nicht.
So, das bin dann vorbei. Ich will da runter. So. Geh zurück, du hast jemanden vergessen. Nee, nee, nee. Du mich auch.